Sich heute Nachmittag vor laufenden Kameras ein dramatischer Raubüberfall auf das größte europäische Pokerturnier ereignet. Bis zu 6 maskierte Männer stürmten mit Macheten und Maschinenpistolen in das Luxushotel Hyatt. Es brach Panik aus. Die Täter konnten laut Polizei fast mit dem gesamten Millionen-Jackpot flüchten. Holger Schmidt-Denker mit den Einzelheiten. Das Ganze läuft ab wie im Film. Hunderte Pokerspieler zocken hochkonzentriert im großen Saal des Berliner Grand Hyatt. Plötzlich Hektik, Schreie. Schwer bewaffnete Gangster dringen ein, Panik bricht aus. Draußen vor dem Saal versuchen die Security-Kräfte, den Angriff abzuwehren. Zunächst offenbar ohne Erfolg. Die Männer greifen mit brutaler Gewalt an, mit gezückter Machete und Schusswaffen. Ein Sicherheitsmann kann zwar einen der Täter niederringen, doch es sind zu viele. Minuten später ist alles vorbei. Zurück bleiben mehrere Verletzte. Angeblich konnten die Gangster bis zu 800.000 Euro erbeuten. Nach den bisherigen Ermittlungen haben mehrere bewaffnete Täter etwa gegen 14.15 Uhr eine Pokerveranstaltung hier im Hotel hinter uns überfallen und dabei eine Summe, Bargeldsumme in bisher noch unbekannter Höhe erbeutet. Die Ermittlungen hier vor Ort laufen auf Hochtouren. Die Tatortarbeit, das heißt, es werden Personen befragt oder auch gesucht, die etwas gesehen haben könnten oder tatsächlich etwas gesehen haben. Es wird mit den anwesenden Teilnehmern dieser Veranstaltung gesprochen. Die Spurensuche, die Spurensicherung vor Ort läuft auch. Auch Hotelgäste waren Zeugen der Tat. Also ich stand in der Lobby, als plötzlich unglaublich laute Schreie ertönten, Gläser klirrten, Menschen rannten panikerfüllt an mir vorbei. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ist das jetzt ein Amoklauf oder was? Ich habe 3 Leute gesehen, die reingekommen sind durch den Hintereingang, auf die Kasse, auf die Turnierkasse zugerannt sind und dann versucht haben, das Geld zu entwenden. Das Pokerturnier in dem Berliner Luxushotel am Potsdamer Platz läuft seit Dienstag. Preisgeld 1 Million Euro. Auch Promis wie Boris Becker waren bei dem Spiel mit von der Partie. Er ist allerdings bereits ausgeschieden. Genauso wie die Titelverteidigerin des Turniers, Sandra Narjux, in der Szene als Black Mamba bekannt. Diese Szenen mussten sie nicht erleben. Für viele Pokerfreunde aus aller Welt aber endete das Turnier in Berlin mit Horror und Schrecken.